Platz. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. So, Sie sitzen in den Startlöchern vor sich, eine aufregende neue Saison im Kampf um sportliche und damit verbunden natürlich auch wirtschaftliche Erfolge. Und in diesem Sinne wäre es definitiv hilfreich, gleich zu Beginn gut ins Rennen zu kommen. Das Giuseppe Meazza hier in Mailand ist schon eine echte Sehenswürdigkeit, eine einzigartige Fußballkultstätte. Die Partie hat schon begonnen. Mbappé. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Neymar. Richtig schön eingeleitet, dieser... Der Keeper hält den souverän. Ja, noch gut geblockt. Eckball. Und nochmal Eckball, vielleicht wird es ja diesmal was. Pirlo will die Kugel reinbringen. Brasilien kriegt noch eine Ecke. Eckball Nummer 3. Auf der anderen Seite übrigens haben wir zwei Ecken notiert. Er springt, was ein herrliches Tor. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Der ganz große Star hier schlägt gleich mal zu. Dieser Typ ist einfach nicht auszuschalten. Gerade der Anpfiff. Und er ist schon bei 100% und sorgt für die Führung. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Lewandowski ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Was für ein Auftakt. Und ab die wilde Fahrt. Gute Kombinationen. Sehr gut verteidigt, der war wichtig. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Und der Keeper holt sich den Ball. Ab nach vorn und hoffen. Tempo Gegenstoß. Vieira erkennt die Gefahr so schnell und schreitet dann dementsprechend auch schnell ein. Er nimmt ihn an und
ein hochinteressanter. Die Chance. Chance gesehen und genutzt. Und der Vorsprung, der hält nur ein paar Minuten. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass ein Team in Führung geht und sofort wieder eingefangen wird? Also ein bisschen nachlässig waren ihre Gegner da schon. Einfach und erfolgreich. Also das muss die Mannschaft doch eigentlich wissen, dass man ihn nicht so zum Zug kommen lassen kann. Er hat den Freiraum und er nutzt ihn genauso, wie man es eigentlich von ihm kennen müsste. Das ist jetzt gleich wieder ein ganz anderes Fußballspiel. Du kriegst das Tor und dann ist natürlich die Frage, wie steckst du sowas weg? Die Antwort, so, genau so. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Das ist Mbappé. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Er hält drauf! Und er ist zur Stelle. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Sie sind so gefährlich bei Standardsituationen. Das erste Tor haben sie ja auch nach einer Ecke erzielt. Der Goal für Brasilien. Ein Wechselbad der Gefühle. So einstudiert, so umgesetzt, ein perfekter Treffer. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen, mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Genau da. Und ein Schuss. Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Oh, ziemlich dünn dieser Pass. Messi. Mbappé. Hier ist Neymar. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Neymar. Stellungsspiel par excellence. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Er bringt ihn flach rein. Das gibt Eckball. Sie bekommen ihre zweite Ecke. Ihre Gegner, nur mal so erwähnt, haben 4 Eckbälle getreten bislang. Raus aus der Gefahrenzone. Das gibt Einwurf. Freistoß für Brasilien. Messi muss sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ganz schön dünnes Eis für ihn. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es nochmal bei der Ermahnung. Aber irgendwann ist Feierabend. Den nimmt er dankend entgegen. Absolut. Richtig gutes Stellungsspiel. Das ist jetzt ihre dritte Ecke. Auf der anderen Seite notieren wir bislang 4 Ecken. Und geklärt. Ah, der war schon draußen.
Es scheint ihm nichts auszumachen, hinten aushelfen zu müssen. Er macht das gerne. Stark von Mbappé. Das ist seine Mentalität. Er ist ein Stürmer, aber er ist sich nicht zu schade, auch die weiten Wege zu gehen und seine Defensive zu unterstützen. Messi hat bereits ein... Messi wird hier klar gefoult. Ein schwacher Pass. Lewandowski. Das schafft er auf eigene Faust. Sucht den Abschluss. Das war ein brillanter Ball. Ja, und noch. Und da macht er sein Tor. Und es ist völlig verdient. Sie haben nie aufgesteckt. Sie sind wieder aufgestanden. Sie haben immer an sich geglaubt. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Number 9. Neymar. Brasilien liefert natürlich auch hier seinen großen Beitrag zu diesem fantastischen Fußballspiel. Die Visiere sind komplett nach oben geklappt. 4 Tore in der ersten Hälfte, 2 für jeden. Na, so kann es doch bitte weitergehen. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Hälfte an. Gut gelesen, die Aktion. Ja, da stand er goldrichtig. Hier ist Neymar. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Neymar. Das ist Mbappé. Vieira hat gut aufgepasst. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Lewandowski. Neymar. Sehr gut abgefangen. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Messi. Messi. Und ab geht die Post. Lewandowski. Gutes Auge, guter Pass. Erstmal raus damit. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Mbappé. Er hat aber weißes Auge. Einfach weg mit dem Ding. Neymar mit der Torchance. Neymar. Die Attendance für das Match. Einmal wäre das hier richtig teuer geworden. Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff. Nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Davis. Wunderbar anzusehen. Rein in den 16. Da steht er in der Luft. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Gute Hereingabe von draußen und der Trainer hebt erfreut den Daumen. Jetzt könnte was gehen. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Und jetzt... Der sieht... Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Bei so einem Angebot kann er doch nicht Nein sagen. Das ist ein richtig abgezockter Spieler. Der hat die Situation am schnellsten erkannt und dann hat er das Ding reingebracht. After 66 minutes is number 30, Lionel Messi.
Substitutions taking place. Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Das ist definitiv ein offensiver Wechsel, der Sinn macht. Das ist die Führung. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von defensiver Arbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Den hat er kommen sehen. Absolut. Richtig gutes Stellungsspiel. Und die Bahn ist frei. Baba. Mit einem exquisiten Tackling. Vielleicht war das die letzte Chance für diese Mannschaft. Mal sehen, ob sie dieser Situation hinterher trauern müssen. Mbappé ist abseits. Lewandowski. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Messi. Ganz wichtige Aktion war das. Er bringt. Da wackelt das Netz. Ist es das gewesen? Ist das der Knockout gewesen? Hansi, was sagst du zu diesem Treffer? Die Hintermannschaft. Unaufmerksam, die Hintermannschaft fahrlässig. Einer wie er nutzt das im 16-Meter-Raum gnadenlos aus. After 79 minutes is number 9, Neymar! Neymar! Und damit sind sie jetzt schon zwei vor. Neymar! Die Fans haben natürlich allerbeste Stimmung. Wir wissen ganz genau, hier und heute kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Schon läuft der Gegenangriff. Sehr gut abgefangen. Ja, da stand er goldrichtig. Das haben sie einfach gut verteidigt, gerade weil sie in Unterzahl waren. Ein ganz wichtiges Orientes! Schöne Chance, aber fatal. Du liegst klar hinten, du brauchst eine Menge Moral, um dagegen zu halten. Und dann belohnt die Mannschaft sich nicht und lässt diese Chance liegen. Messi. Hier ist Messi. Gut gesehen, guter Laufweg. Da war ein Pfiff, wahrscheinlich abseits. Das ist Mbappé. Lewandowski. Vieira.
Fernando Morientes am Ball. Messi. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Mbappé hat die Chance. Klasse durchgesteckt. Perfekt antizipiert. Busquets. 2 added minutes has been indicated. Und das war's. Aus und vorbei. Der Kampfgeist der gegnerischen Mannschaft hat sich hier bezahlt gemacht. Der Wille zum Sieg war bei den Jungs einfach größer. Wie siehst du die Partie, Hansi? Eine Niederlage, die wehtut. Eine Niederlage, aus der man allerdings auch lernen kann.